Liebe Studierende der Statistik 1, wir sehen uns heute hier wieder, um in der deskriptiven Statistik, also der beschreibenden Statistik, ein bisschen voranzukommen. Wir haben im letzten Video, Video 3, das sollten Sie jetzt bereits ein bisschen internalisiert haben, haben wir damit geendet, dass wir Histogramme gezeichnet haben. Histogramme als eine Form, wie wir metrische Merkmale auf grafisch so aufbereiten können, dass wir gut mit sehen können, wie sich die Merkmalsausprägungen verteilen. Wir hatten also immer so eine bedeutsame X-Achse, auf der sich in Bins oder Kategorien eingeteilt meistens die Werte verteilen. Das haben wir dort abgegrenzt vom Balkendiagramm. Heute wird uns auch noch ein paar Mal ein Histogramm begegnen. Wir wollen aber heute eins weitergehen und sagen, was sieht man denn so einem Histogramm eigentlich an? Und mit welchem Vokabular, mit welcher Terminologie, welcher Nomenklatur kann ich jetzt eigentlich dieses, was ich da sehe, beschreiben? Wie kann ich das aufschreiben? Wie kann ich das einer anderen Person, die meine Daten jetzt vielleicht gerade nicht vor sich hat, in Worten beschreiben? Dies in diesem Video. Bevor wir das tun, gibt es noch einen kleinen Nachtrag, nämlich die kumulierten Häufigkeiten. Wir haben mit Histogrammen bisher Häufigkeiten abgetragen, absolute Häufigkeiten, relative Häufigkeiten, sehen wir gleich auch nochmal einen Nachtrag. Aber wir können auch sogenannte kumulierte Häufigkeiten abtragen, müssen wir uns anschauen, was das eigentlich ist. Und dann geht es noch darum, eben Verteilungen in Worten zu beschreiben. Das soll für heute, für dieses Video schon alles sein. Also, wir haben hier erstmal ein Histogramm. Schnell schauen, ob Sie das sehen können. Das können Sie sehen. Kann ich es auch sehen? Ja, kann ich. So. So könnte es funktionieren. Sie sehen hier ein Histogramm, wo ich meine Studierenden befragt hatte, wie lange haben sie heute eigentlich zur Universität gebraucht? Was fällt auf an diesem Histogramm, wenn man diese Klassen einteilt? Es gibt irgendwie so eine Häufung, Ballung bei kurzen Anreisezeiten. Das macht ja auch total Sinn, nämlich etwa irgendwo zwischen 0 und 10 Minuten. Hier haben wir so ein bisschen eine Häufung von Anreisezeiten. Aber, ganz interessant, es gibt also auch Anreisezeiten, die relativ hoch bei 120, 140, also 2 Stunden liegen. Sind es noch viele? Nee, sind es nicht mehr. Sie sehen hier die absoluten Häufigkeiten auf der Y-Achse. Wie lese ich so einen Graph? Über 40, fast 50 Studierende zwischen 0 und 10 Minuten gebraucht haben zur Uni. Das heißt, die wohnen hier irgendwo rund um den Campus vermutlich. Gibt es eben auch wenige Studierende, weniger als 5 würden wir sagen, vielleicht rund um 2 Stunden 2 und rund um 140 Minuten vielleicht noch eine, die so lange gebraucht haben. Das war ein typisches Histogramm, wie wir es letzte Woche gesehen haben. Wir hatten am Ende des letzten Videos auch gesagt, wir könnten die Bin-Größe, also die Weite, die Klassenbreite haben wir das auch genannt, in der Formelsammlung als W bezeichnet, Klassenbreite W, auch mal variieren innerhalb eines Diagramms. Es ändert sich dadurch an der Information, im Informationsgehalt nichts. Aber es ist natürlich eine andere Darstellungsform. Und ganz entscheidend, wir hatten auch gesagt, es ist just da das Video drüber, aber das wichtige Information ist hier eigentlich auf der Y-Achse, nämlich Sie sehen hier die sogenannte relative Häufigkeit. Das heißt, das ist das, was uns eigentlich meist etwas mehr interessiert als die absolute Häufigkeit, nämlich wie viel Prozent, welcher Anteil unserer Gesamtzahl an Beobachtungen ist in einer bestimmten Klasse vertreten. Aber nochmal ganz wichtig, diese zwei Diagramme sind von der Form her komplett identisch, wenn Sie mir zustimmen, oder? Genau. Jetzt die Frage, was hat es mit der kumulierten Häufigkeit eigentlich auf sich?
Wenn ich alle relativen Häufigkeiten, wie sie auf diesem Histogramm hier unten nochmal ganz klein gezeigt zu sehen, aufsummieren würde, das ist das gleiche wie kumulieren, aufsummieren würde, dann würde ich den Wert 1 erhalten. Würde ich alle absoluten Häufigkeiten aufsummieren, würde ich natürlich die Gesamtanzahl aller Studierenden erhalten. Ich sollte die also alle mal irgendwie erwischt haben dadurch. Da hätte ich ja im ersten Bin etwas über 40, im zweiten Bin noch ein paar weniger. Dann hatten wir da oben in den ganz kleinen Bins oder den wenig gefüllten Bins noch ein, zwei Studierende. Aber irgendwann, indem wir so durch die X-Achse durchmarschieren, haben wir irgendwann alle eingesammelt. Entweder haben sich also ihre Anteile zu 1 summiert oder ihre Gesamtanzahl in der absoluten Häufigkeit zur N summiert. Und die relativen Häufigkeiten können wir jetzt nochmal kurz mit klein h bezeichnen, hj bis hj plus 1, hj plus 2 bis hk für die k-Klassen. In diesem speziellen Diagramm ist es so, dass diese Häufigkeiten, also die sehen wir hier unten nochmal, etwa 38% im ersten, in der ersten Klasse waren, 24% in der zweiten und so weiter. Da hinten also nur noch irgendwas, was also sehr viel kleiner als 1% schon war in der letzten Klasse. Wenn ich die alle aufsummieren möchte, dann kann ich quasi mit so einem ganz einfachen Summenbefehl, der hier auch gezeigt ist, sagen, den sehen wir hier nochmal, summiere mir doch bitte alle relativen Häufigkeiten oder genauer gesagt hier jetzt, deshalb, und so wird jetzt die sogenannte kumulierte relative Häufigkeit daraus, summiere mir schrittweise zum Beispiel hier jetzt erstmal die ersten zwei Kategorien oder die ersten zwei Einträge, sage ich mal, meines Histogramms. Also die 38 und diese 24% gibt zusammen 62%. Aber das Entscheidende ist, hier sehen wir mal, dass es doch wichtig sein kann, bei dem Summenzeichen zu schauen, was die Summierungsanweisung quasi ist. Ich soll hier von j gleich 1 bis k gleich 2 nur aufsummieren. Wenn ich das stattdessen, das sehen wir hier unten auf dem Slide, für alle Klassen, für alle Kategorien gleich durchziehe, von j, also wirklich bis k summiere, dann ergibt sich also 38 plus 24 plus dann dieser elegante Rest, diese kleinen, schwach gefüllten Kategorien da auch noch, müsste sich plus minus kleine Rundungsfehler zu 1 summieren. Ja? Dies erstmal die Idee, wie ich Häufigkeiten kumulieren kann. Warum ist es jetzt interessant, das auch abzutragen? Ich habe Ihnen hier mal untereinander nochmal zwei Histogramme gezeigt. Diese Histogramme enthalten im Prinzip die gleiche Information. Nur einmal, oben gezeigt, haben wir das Histogramm, wie wir es kennen, Häufigkeiten pro Klasse abgetragen, als Balkenhöhe. Im unteren Graph sehen wir jetzt diese kumulierte Häufigkeit abgetragen. Und hier muss jetzt zwangsweise ein Anstieg sich ergeben, weil jede gezeigte Klasse hier die Klasse plus alle Klassen davor sozusagen enthält. Auf diesem Slide hier sehen wir das für die relative Häufigkeit, die eben auch so unser Lieblingsmaß eigentlich ist, gleich nochmal. Wir sind immer noch bei diesen Daten über die Anreise zur Universität und wir haben immer noch gesagt, zwischen 0 und 10 Minuten, für diesen ersten Graph sieht man das hier ganz schön, zwischen 0 und 10 Minuten hier drin, also das waren 0 bis 10 Minuten, waren etwa 38% unserer, Verzeihung, ist ja kaum zu lesen, 38% unserer Beobachtungen. Wenn ich dann zum zweiten Bin gehe, frage ich aber nicht, wie viel sind zwischen 10 und 20 Minuten, sondern ich frage, wie viel haben eine kürzere Anreise als 20 Minuten, oder in dem Fall ist es wahrscheinlich sogar, ich weiß nicht, wie der Bin hier genau eingeteilt ist, weniger als 20 oder 30 Minuten. Das sind dann schon diese 62%, nämlich diese 28 plus die 24, die noch drin sind, also plus diese 24, gibt dann irgendwas wie 62% zum Beispiel. Ich will jetzt hier, vielleicht sollte ich das gar nicht so vollkritzeln, Sie können das, glaube ich, gar nicht so gut sehen dann. Aber you get the idea und Sie haben die Slides ja auch nochmal in
schön unverkritzelt vorliegen. Wir können jetzt also solche Aussagen treffen, indem wir auf die y-Achse einer solchen kumulierten Häufigkeit, eines Diagramms der kumulierten Häufigkeit gehen und sagen, wann habe ich denn etwa zum Beispiel 80% aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingefangen? Ja, dann gehe ich einfach rüber bei etwa 80% und schaue dann mal, dann muss ich sagen, dann kann ich auf einmal Aussagen treffen wie 80% aller Teilnehmerinnen dieser Vorlesung hatten eine Anreise von 40 Minuten, und jetzt der wichtige Zusatz, oder weniger. Ja? Ich weiß also, wenn ich einen bestimmten Wert, einen bestimmten Cut-off, nennen wir das ja auch, nehme, wenn ich so einen bestimmten Kriteriumswert mir mal raussuche, wie 40 Minuten, dann kann ich an der kumulierten Häufigkeit sehr schnell ablesen, wie viele Beobachtungen denn extremer als dieser Wert waren. Also kleiner oder auch größer. Das kann ich dann an diesem Diagramm sehr einfach ablesen. Und deshalb muss ich hier schon mal vorausschicken, dass diese sogenannten kumulierten relativen Häufigkeiten, später sind es dann auch kumulierte Wahrscheinlichkeiten, eine sehr große Rolle in unserer Statistik spielen. Und die haben auch einen eigenen Namen. Die nennen wir, bisschen irreführender Name im Deutschen, Verteilungsfunktion. Der englische Titel dafür, CDF, ist eigentlich ein bisschen eingängiger wahrscheinlich, weil da das Cumulative noch mit drin steckt, das Kumulierte, die kumulative, kumulierte Verteilungsfunktion. CDF, Cumulative Distribution Function. Okay? Darum wird es uns hier gehen. Man kann die auch als wirklich eine mathematische Funktion aufschreiben, indem man hier sagt, das sehen Sie hier in der Mitte dieses Slides. Ich kann mal gucken, ob ich einfach auch mit meinem Pointer hier hin kann. Sie sehen das hier in der Mitte des Slides. Die relative Häufigkeit eines Wertes, die relative Häufigkeit, die die Variable x für den Wert xk annimmt, also die Häufigkeit, anders, ich setze nochmal anders an den Erklärungssatz. Was fragt diese linke Seite dieser Gleichung eigentlich? Die fragt, wie häufig ist die Variable x kleiner oder gleich einem bestimmten Wert xk? In dem Fall sind wir ja in kategorisierten Daten unterwegs, können also sagen, wie viel von x steckt schon in dem Wert xk, zum Beispiel in der Kartenkategorie oder in kleineren Kategorien. Wie bekomme ich das? Ich bekomme das natürlich einfach, indem ich alle Kategorien, alle relativen Häufigkeiten aller Kategorien bis k aufsummiere. Ja, das war die Funktion, mit der wir hier quasi, kann man sagen, durch diese x-Achse durch sliden, kann man auch sagen. Wir gehen hier durch und sagen immer wenn wir zu einer Kategorie kommen, summieren wir die und alle Kategorien davor. Das heißt, hier ist diese Funktion noch 0. Hier springt diese Funktion dann auf den Füllstand, auf die relative Häufigkeit der ersten Kategorie, hier auf den Füllstand der ersten und zweiten Kategorie und aller davor summiert und so weiter und so fort. Hier etwa bei 80 Minuten zum Beispiel alle Kategorien summiert. Und jetzt eben nochmal das Entscheidende, irgendwann muss diese Funktion, diese Verteilungsfunktion, diese Cumulative Distribution Function, alle Werte eingefangen haben. Das heißt, die Form sieht immer auf den ersten Blick solcher Verteilungsfunktionen ein bisschen langweilig aus. Die geht immer von 0 nach 1, so eine monoton ansteigende Funktion. Ja, da kann es keine Abfälle nochmal geben. Aber die entscheidende Frage in der Statistik ist dann, wie schnell werden hier zum Beispiel alle Fälle eingesammelt? Und unterscheiden sich zwei Merkmale oder zwei Zustände darin, wie schnell diese oder nach welcher genauen Form diese kumulierte Verteilungsfunktion, diese Verteilungsfunktion eigentlich anwächst. Darum geht es in der CDF und deshalb ist es wichtig, dass man kumulierte relative Häufigkeiten eben ausrechnen kann. Und später, das steht hier auch nochmal, leiten wir uns anhand dieser Verteilungsfunktionen für Zufallsvariablen ab, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich es eigentlich sein sollte, eine bestimmte Beobachtung zu sehen. Aber das nur als kleiner Vorgriff oder kleine Einordnung, warum wir das in der Inferenzstatistik wieder brauchen werden. So, jetzt aber das eigentliche Thema unserer heutigen Veranstaltung, unseres heutigen Videos, nämlich noch ein bisschen uns ein paar Fachausdrücke anzueignen, mit denen wir
solche Verteilungen, wie wir sie zum Beispiel mit Histogrammen zeigen können, uns in Worte fassen können. Was sehen wir hier? Wir sehen ein paar Beobachtungen, wahrscheinlich ziemlich viele Beobachtungen. Wir haben Werte so rund um 100, würde man sagen. Und hier, also irgendwie zentriert sich das alles um 100, dafür brauchen wir noch ein Wort. Und dann streut das auch. Wir werden in Statistik 1 extrem viel von Streuungen reden. Auf der Y-Achse sind hier relative Häufigkeiten abgetragen. Aber eben keine kumulierten Häufigkeiten. Wie können wir hier weitermachen? Wir können erstmal feststellen, hier in Blau ist übrigens so ein bisschen nochmal eine Linie eingezeichnet, die ich jetzt gerade noch nicht groß interpretieren möchte. Das ist im Prinzip nochmal eine geklettete Variante. Im Lehrbuch Eid-Gollwitzer-Schmidt wird es mal als einen Polynomzug dargestellt. Im Prinzip kann man sich das vorstellen wie eine Verbindung der Kategorien mitten, aber dann ist es noch irgendwie ein bisschen geklettet. Das ist jetzt hier nur gezeigt, diese blaue Linie, damit wir es besser, wir wollen es ein bisschen ja abstrahieren, wir wollen ein bisschen über die Form von Verteilung sprechen und dafür ist das ganz sinnvoll. Also, deshalb habe ich jetzt auch mal dieses Histogramm hier entfernt und dann würden wir sagen, irgendwie ist das auf jeden Fall symmetrisch, diese Verteilung. Sehen Sie das? Ich könnte auch einfach hier quasi so um die 100 diese Verteilung nehmen und rumklappen sozusagen. Ja, ich kann die einfach linke, rechte Seite rumklappen und sie scheint absolut symmetrisch um ihren Mittelwert herum zu sein oder um ihren Zentroid. Ich versuche mal das Wort Mittelwert nicht so zu verwenden. Diese symmetrische Verteilung ist, und das ist wichtig bei Verteilungen, dass wir fragen, sind die symmetrisch oder sind die asymmetrisch? Außerdem können wir doch hier auch gleich sagen, die hat eigentlich nur einen Gipfel. Sieht aus wie so ein richtig schöner Berg. Ein sehr symmetrischer, ein sehr wohlgeformter Berg. Und dieser Berg hat genau einen Gipfel. Es ist keine Bergkette mit mehreren, sondern hat einen Gipfel. Und das heißt in statistisch gesprochen eine unimodale Verteilung. Dass nicht alle Verteilungen symmetrisch sein müssen, sehen Sie hier zum Beispiel. Wir haben hier ein Merkmal, dass irgendwie gerne anscheinend Werte häufig, sehr häufig, das sieht man an dem Gipfel dieser Verteilung, sehr häufig Werte rund um 0 annimmt, vielleicht ein bisschen kleiner. Und dann wird es immer seltener, das heißt, wir haben hier nur noch sehr geringe relative Häufigkeiten. Und dann hier oben scheint auch gar nichts mehr dazu zu kommen. Zumindest so wie es hier gezeigt ist, müssen wir davon ausgehen, dass hier also die Häufigkeit von Werten größer 6 ist quasi verschwindend gering, also 0. Was das hier ist, wissen wir nicht so genau. Da scheint es nochmal so eine Art lokale Häufung, könnte man sagen, zu geben. Und es wird darüber zu reden sein, ob man das vielleicht dann einen zweiten Gipfel sogar nennen könnte. Aber wahrscheinlich würden wir jetzt mal sagen, das ist ebenfalls eine unimodale Verteilung, die ist dominiert von einem Gipfel. Aber sie ist offensichtlich nicht symmetrisch, richtig? Also wenn ich jetzt nicht unbedingt die 0, aber den Wert, wo der Gipfel ist, also vielleicht so bei minus .05 oder sowas, wenn ich die Verteilung hier nehmen würde und hier spiegeln würde, dann ist sie natürlich überhaupt nicht symmetrisch. Und diese Nichtsymmetrie, die teilen wir jetzt noch auf, dahingehend, in welche Richtung die sozusagen geht. Erstmal bezeichnen wir dies als Schiefe. Das macht total Sinn, das ist eingängig, dass man sowas als schief verteilt. Windschief, kann man auch sagen. Ja, stellen Sie sich vor, das wäre eben ein Zelt, was Sie aufgestellt haben. Dann steht dieses Zelt eben nicht schön symmetrisch, sondern irgendwie hat der eine an der einen oder anderen Seite die Schnüre stärker gespannt. Das Ding ist irgendwie schief. Die Schiefe, dafür gibt es auch Formeln, kann man ausrechnen. Man kann dann sagen, eine Verteilung, die sich so ein bisschen nach links neigt, in dem Fall würde man sagen. Also für Sie hier auf dem Slide, ich bin jetzt genau andersrum als die Abbildung. Ich versuche mich an die Abbildung zu halten. Also diese rote Kurve, die hier rechts daneben noch gezeigt ist, die würde sozusagen die Schiefe eigentlich als positiv ausdrücken, aber das brauchen wir hier in der Statistik nicht. Wichtiger ist, dass wir sagen, wo ist eigentlich der Abfall sozusagen? Und dieser Abfall, das ist eigentlich die Schiefe. In diesem Fall würden wir also sagen, der Gipfel ist nach links ein bisschen verschoben in der Verteilung. Die ist links steil oder links gipfelig, aber rechts schief. Ich versuche es mal jetzt so zu zeigen,
wie Sie es auch, glaube ich, auf dem Slide dann sehen. Nee, muss ich so rum machen, dass Sie es genau wie der Slide sehen sozusagen. Also der Gipfel ist nach links verschoben und der Abfall ist dann nach rechts. Vergessen Sie meine Hände, falls ich hier links, rechts durcheinander komme. Schauen wir zusammen auf den Slide. Hier sieht man es nochmal, Gipfel ist nach links verschoben, deshalb linksgipflig oder linkssteil. Und dieser Abfall hier, der ist eben dann schief und deshalb ist dies eine rechtsschiefe Verteilung. Interessantere Frage, wann kommt denn sowas mal vor in der Natur? Dann würde ich sagen, das kommt sehr, sehr oft vor. Vor allem in der Psychologie auch. Das kommt immer genau dann häufig vor, drängt sich auf, müssen sich darauf einstellen, solchen schiefen Verteilungen, solchen rechtsschiefen Verteilungen vor allem zu begegnen, wenn sie einen harten Nullpunkt haben. Wir haben oft in der Empirie über verhältnisskalierte Variablen gesprochen. Verhältnisskalierte Variablen zeichnen sich ja wodurch aus? Dadurch, dass sie einen bedeutsamen Nullpunkt haben. Also alle physikalischen klassischen Längen und Gewichtszeitmaße, die haben einen Nullpunkt und können oft natürlicherweise auch keine negativen Werte annehmen. Ja? Also Körpergröße, auf den Bus warten, Anzahl Semester, die ich schon studiert habe, etc. Einkommen ist hier eine Variable, die hier noch genannt ist. Diese Merkmale neigen dann dazu, weil sie quasi gar keine Chance haben, eigentlich negativ zu werden, dass sie sich so gegen ihr Minimum hin etwas häufen. Damit werden sie linkssteil. Und dann nach oben sind aber sehr große Werte durchaus möglich. Denken Sie an Einkommen. Es gibt einen Bill Gates, so fällt einem immer nur Bill Gates ein bei reichen Leuten. Ein Kobe Bryant ist neulich gestorben. Es gibt sehr viele sehr reiche Menschen. Ja, doch sehr reiche Frauen, sehr reiche Männer, es gibt sehr reiche Personen. Also insofern können wir uns vorstellen, dass Einkommen sich nicht symmetrisch verteilen wird. Ja? Wenn wir hier mal weiterschauen, wir haben natürlich auch Merkmale, die könnten rechtssteil oder rechtsgipflig und entsprechend links schief verteilt sein. Diese Schiefe würde dann einen negativen Wert annehmen, aber wie gesagt, wir rechnen die Schiefe eigentlich nicht so aus. Wichtiger ist es mir, dass Sie das Vokabular parat haben, um so eine Verteilung zu beschreiben. Wenn Sie so eine Verteilung hier sehen, würden Sie sagen, die ist links schief. Das tritt dann entsprechend oft auf bei Merkmalen, die eine harte Obergrenze haben. Zum Beispiel Anteil richtig gelöster Aufgaben in einer einfachen Klausur. Da werden sehr, sehr viele Studierende irgendwas über 80%, 85%, 95%, das ist schon die 1,0, haben. Die können aber auch nicht besser werden als 100%. Mehr als alle Aufgaben lösen geht eben nicht. Das heißt, dieses Maß hätte dann eine natürliche Obergrenze. Und da müssen wir uns darauf einstellen, dass sich die Werte eben auch nicht symmetrisch verteilen, sondern links schief. Dass es also in dem Fall nach unten hin Ausreißer geben kann oder wenige Beobachtungen noch, die in so einer relativen, so einem Histogramm oder in so einer Darstellung der relativen Häufigkeiten noch auftreten. Ja, das also die Schiefe. Und dann gibt es noch ein weiteres Maß. Ich kann auch schon mal das Wort Moment verwenden. Das ist nämlich ein Moment einer Verteilung, was wir uns hier anschauen. Die Schiefe ist ein Moment. Die sogenannte Wölbung ist eben auch noch ein Moment, in der ich solche Verteilungen beschreiben kann. Und das ist die sogenannte Wölbung oder Kurtosis. Die Kurtosis kann entweder so sein, dass eine Verteilung verglichen mit einer anderen Verteilung, mit einer sehr symmetrisch, sehr wohlgeformten, hier in Blau nochmal gezeigt, eher steilgipflig ausfällt. Das nennt man manchmal auch leptokurtisch. Wer diese alte Kretschmersche Körperbaulehre noch kennt, der kennt vielleicht den Begriff Leptosom, oder den haben Sie auch so schon mal gehört vielleicht. Damit meint man sehr große Leute, also Lepto heißt wahrscheinlich nichts anderes als groß oder schlank. Leptosom, also ein leptosomer Körperbau, ist jemand, der sehr groß und schlank gewachsen ist. Und das wäre leptokurtisch oder steilgipflig. Und dann, das andere ist auch sehr eingängig, flachgipflig. Wenn man sich vorstellt, man hat so eine Verteilung eher so ein bisschen draufgehauen und es ist der Gipfel ist nicht mehr so wohlgeformt, sondern es häufen sich so in dem mittleren Bereich sehr viele Werte, dann ist die flachgipflig oder auch plateaukurtisch, was ganz nett ist, weil man sich das so vorstellen kann, wie platt geklopft so ein bisschen. Ja? Das ist die sogenannte Kurtosis. Zusammen mit, worüber noch, wir reden über die anderen zwei eigentlich noch viel mehr, wir werden noch viel über den
Mittelwert oder diese zentrale Tendenz einer Verteilung sprechen. Das ist das sogenannte erste Moment einer Verteilung. Dann werden wir viel über die Streuung sprechen. Hier steht schon mal das Wort Varianz. Das ist also, es wird stark darum gehen, wie stark streuen die Werte denn eigentlich in der Verteilung. Und jetzt gerade haben wir schon mal, weil wir darüber eben nicht mehr so viel mehr sprechen werden, über die Schiefe gesprochen. Wenn die nicht symmetrisch ist, lehnt die sich mit ihrem Gipfel so ein bisschen zur einen oder zur anderen Seite? Ist die entsprechend rechts schief oder links schief? Und über die Kurtosis, ist die irgendwie eher so steilgipflig oder eher flachgipflig, leptokurtisch, platokurtisch? Was jetzt hier auf dem Slide nur kurz so zu Ihrer Info oder für die, die es interessiert, hier gezeigt ist, ist, dass sich Verteilungen also dann auch anhand dieser vier, wir könnten auch sagen Parameter, die sehen ja auch viele griechische Buchstaben schon, beschreiben lassen. Das sind die sogenannten vier Momente einer Verteilung. Man könnte nämlich sagen, hier kann ich eigentlich auch von so einer Art ersten Moment sprechen. Diese Werte gehen unquadriert ein, wenn ich einen Mittelwert ausrechnen möchte. Hier kann ich auch mal den griechischen Buchstaben μ noch hinschreiben. Wenn ich eine Varianz ausrechnen möchte, die werden wir als Sigma Quadrat bezeichnen, dann muss ich hier Werte dafür quadrieren. Und um die Schiefe und die Kurtosis auszurechnen, schaue ich mir das dritte Moment an, wobei hier diese Streuung schon wieder eine Rolle spielt. Das aber wirklich nur für die, die sowas interessant finden. Sie brauchen das jetzt nicht. Die genaue Mathematik, da gehe ich jetzt mit Absicht so schnell drüber hinweg. Keine Sorge, das müssen wir auch nicht mehr uns anschauen. Sondern was ich nur zeigen wollte, erstes Moment, zweites Moment, drittes Moment, viertes Moment. Dies sind die Momente einer Verteilung. Das sollten Sie allerdings gehört haben. Ja? Und uns sind eigentlich wichtig, diese sogenannten, ich würde mal sagen, verbalen Labels. Wenn Sie so eine Verteilung sehen, sollten Sie in der Lage sein, diese Begriffe zur Schiefe und zur Wölbung oder Kurtosis gebrauchen zu können. Sie sollten auch in der Lage sein, eine Verteilung als unimodal oder bimodal zu kennzeichnen. Dazu habe ich auch gleich noch ein kleines Beispiel Ihnen mitgebracht, ganz aktuell. Gestern Abend abgerufen in der Tat. Die Süddeutsche Zeitung hat momentan auf ihrer Website, zur Erinnerung, wenn Sie das in 2-3 Jahren schauen, dieses Video, das Video entsteht gerade während der Covid-19-Pandemie, deshalb auch alles hier aus dem Homeoffice. Die Süddeutsche fragt ihre Leser, wie geht es Ihnen mit Corona? Ganz einfacher, kleines Merkmal, was hier mit so einem Slider bedient werden kann. Auch nochmal eine schöne Art, wie wir sehen, wie Daten erfasst werden können. Nämlich im Prinzip, man könnte sagen, mit einer sogenannten visuellen Analogskala oder Visual Analog Scale. Die Zeitungsleserin hat jetzt hier die Möglichkeit, auf der Webseite mit ihrem Finger diesen Slider, diesen Smiley hin und her zu schieben. Ist dann hier so ein bisschen farbkodiert zwischen alles in Ordnung und es ist ein Albtraum. Das sind die zwei Pole, die hier gewählt wurden. Über die Methode per se brauchen wir jetzt hier nicht sprechen. Aber Sie können sich vorstellen, dass jetzt hier Daten resultieren. Und das Nette ist, wenn Sie das mal kurz machen, auf der Süddeutschen, dann können Sie hier auch als nächstes sehen, wie andere abgestimmt haben. Hier wird jetzt eine grafische Darstellungsform gewählt, die ist ein bisschen übertrieben. Aber weil Sie sozusagen, Sie haben hier eigentlich die Farbe nochmal kodiert, die Farbe eines Punktes kodiert, wo er liegt. Das bräuchte ich eigentlich ja gar nicht, weil ich habe ja auch vor mir hier die optische Orientierung mit diesen zwei Smileys noch. Und dann die Häufung. Sie sehen, das ist sehr symmetrisch. Ich vermute mal sehr stark, dass das eigentlich ein grafischer Trick der Programmierer bei der Zeitung war. Das ist vielleicht auch für die Studierenden in Medieninformatik ganz interessant. Das sieht wirklich hübsch aus und verfälscht eigentlich auch keine Informationen. Wir haben jetzt nur hier sozusagen hier zweimal quasi unsere Verteilung. Wir haben quasi irgendwie eine Verteilung, die eigentlich so aussieht. Das hier unten könnten Sie also eigentlich auch ignorieren. Das ist nur gespiegelt. Das ist nur, damit es schön aussieht. Wir sind eigentlich gewohnt, solche Verteilungen anzugucken. Aber dann haben wir trotzdem ja eine Situation, dass das, was jetzt hier resultiert ist, da wurden wahrscheinlich schon Tausende von Menschen befragt. Ich bin auch nicht sicher, ob hier überhaupt alle, die jemals geantwortet haben, gezeigt sind. Die Verteilung, können wir uns jetzt fragen, wie würden wir denn das beschreiben? Offensichtlich ist diese Verteilung nicht unimodal, sondern die hat mehrere Gipfel. Da würden Sie mir sicher zustimmen. Kurz gucken. Genau, jetzt habe ich hier alles ein bisschen vollgekritzelt. Mache mein Gekritzel nochmal weg.
habe es gestern auf dem Computer schon mal nachgezeichnet, sieht eigentlich genauso gekritzelt aus. Das wäre dann sozusagen die Verteilung, über die wir jetzt sprechen könnten. Die ist ziemlich ungewöhnlich. Die wäre auch, um sie jetzt mit Lagemaßen und Streuungsmaßen, wie wir sie als nächstes besprechen, also Maßen der zentralen Tendenz und generell mit diesen Momenten, Mittelwert, Varianz zu beschreiben, ein ziemlicher Albtraum, oder es wäre eigentlich nicht sehr aussagekräftig, das kann ich gleich mal vorneweg schicken. Aber ich finde es so aus dem Gesichtspunkt der Datenerhebung ganz interessant, wie kommt es denn, dass diese Werte so verteilt sind? Es war ja eine Art variable Wohlbefinden, kann man sagen. Die Leserinnen und Leser wurden nur gefragt, wie geht's ihnen? Und Sie können sich vielleicht selbst mal fragen, wie kommen eigentlich diese Häufungen zustande? Was sind hier interessante Häufungen und was sind vielleicht langweilige Häufungen? Kleiner Tipp, schauen Sie sich dann dazu auch vielleicht dieses Startbild, was die Süddeutsche eingeblendet hatte, nochmal an. Gut, damit lassen wir es, aber wir haben noch ein weiteres Beispiel, wo dann auch die Lösungen hier schon mit drin sind. Ich möchte mit Ihnen noch an einem Beispiel, an einer Abbildung nochmal kurz diese Begrifflichkeiten durchgehen. Oben habe ich ein paar zur Auswahl gestellt und frage Sie mal, schauen Sie sich dieses Histogramm mal an. Wir können uns nochmal fragen, ob es überhaupt ein Histogramm ist gleich, aber diese Verteilung, und schauen Sie mal, welche dieser verbalen Labels denn eigentlich Sie hier für zutreffend erachten würden. Also, irgendwie scheint es hier um was zu gehen. Distribution of Annual Household Income in the United States. Also, jährliches Haushaltseinkommen in den Vereinigten Staaten 2012 geschätzt. Unten, ganz klein, kaum zu lesen, sind solche Kategorien. Hier die erste ist unter 5.000 Dollar im Jahr. Die nächste ist 5.000 bis 9.999 Dollar. Dann, damit die Kategorien auch wirklich nicht überlappen, 10.000 bis 14.999 Dollar und so weiter. Also wir haben immer solche 5.000 Dollar Bins hier quasi. Was fällt auf? Wir haben irgendwie eine Häufung hier bei Jahreseinkommen zwischen, sagen wir mal, 10.000 und 40.000 Dollar, so in diesem Bereich hier. Und dann vom Video nicht gut zu sehen hier hinten, muss man schnell schauen, ob ich während des Videos das wegschieben kann. Oh ja, das scheint zu funktionieren, das ist ja aufregend. Dann können Sie nämlich hier unten sehen, das ist vielleicht auch noch wichtig, dass wir hier hinten die vorletzte Kategorie sagt 200.000 bis 250.000. Das heißt, hoppla, warte mal, da sind ja in einem Bin schon 50.000 drin und hier im nächsten sind dann 250.000 und größer. Das heißt, wer zum Beispiel 300.000, wer 500.000 im Jahr verdient, die sind alle zusammen hier in diesem letzten Bin und hier in dem sind schon auch 50.000er und die anderen, die waren alle noch 5.000 breit. Das heißt, wir haben hier eine variierende Klassenbreite. Das bitte noch kurz im Kopf behalten. So, jetzt können wir fragen, was stimmt denn hier? Ist diese Verteilung asymmetrisch oder nicht? Ja, die ist asymmetrisch. Ja? Wenn wir sagen, der gezeigte Wertebereich ist der interessierende Wertebereich, dann muss man sagen, hier ist keine Symmetrie, sondern der Gipfel ist verschoben. Wo ist er hin verschoben? Nach links, damit ist sie linksgipflig. Wie haben wir linksgipflig auch genannt? Wir nennen linksgipflig auch linkssteil. Links geht es quasi steil hoch. Damit ist da oben schon mal klar, dass wenn sie links steil ist, kann sie nicht gleichzeitig links schief sein. Und rechts steil und links schief wären das gleiche, das heißt, die fallen schon mal raus. Aber asymmetrisch trifft zu, links steil trifft zu. Wie ist es mit bimodal? Das ist jetzt ein bisschen die Frage. Ich schiebe doch nochmal das Video hier weg, dass Sie es nochmal mit mir sehen können. Dazu muss man jetzt eben bedenken, dass hier hinten, das sieht aus wie ein zweiter Gipfel sozusagen. Ja, man könnte denken, hier entsteht ein zweiter Gipfel. Aber nochmal, wir haben hier eigentlich ganz andere Klassenbreiten. Und das ist grafisch von der Zeitung hier nicht so ideal gelöst. Die mussten halt schauen, dass sie das da noch reinquetschen. Aber ein korrektes Histogramm würde diese Klasse jetzt allerdings breiter hier anzeigen. Ja? Und dann würden Sie sehen, da gibt es dann eine große Klasse, die ist dann vielleicht auch noch gefüllt, aber nicht mehr wie ein extra Gipfel. Also, dass das hier wie ein Gipfel aussieht, ein zweiter
ist eigentlich irreführend. Insofern würden wir sagen, ja, diese Verteilung ist eigentlich schon unimodal, sehen wir hier oben nochmal, unimodal, asymmetrisch und links steil oder auch rechts schief. Das war für heute eigentlich alles, was ich mit Ihnen besprechen wollte. Wir haben heute ganz wichtig die kumulierte Häufigkeit nochmal kennengelernt. Und generell haben wir jetzt also Werte, Beobachtungen, Messungen, Merkmalsausprägungen in Häufigkeiten überführt, absolute Häufigkeiten gezählt, relative Häufigkeiten ausgerechnet, relative Häufigkeiten noch aufkumuliert und das auch in Graphen abgetragen, haben uns generell grafische Darstellungsarten angeschaut. Im Seminar werden noch ein, zwei zusätzliche vielleicht vorkommen. Wir haben gerade mit diesem Corona-Wohlbefindensbeispiel nochmal eine Art wilde Darstellungsform kennengelernt, die uns aber auch erlaubt hat, die Verteilung einfach erstmal zu sehen und zu beschreiben und haben es in Worten dann auch ausgedrückt, sodass wir uns jetzt in den nächsten Videos der Frage zuwenden können, ein bisschen numerischer, ein bisschen an Zahlen gebunden, welche Maße der zentralen Tendenz, also welche Lagemaße, sagen wir auch, können wir ausrechnen, um letztlich das erste Moment einer Verteilung zu beschreiben und welche Maße der Streuung, der Dispersion gibt es. In dem Kontext wird es nochmal viel darum gehen, dass wir fragen, welches Skalenniveau hat das Merkmal eigentlich. Insofern bitte, ab jetzt gilt es wirklich, dass vor allem meine Studierenden der Medieninformatik, aber auch meine Psychologinnen und Psychologen sich in den Skalenniveaus nochmal firm machen, in Vorbereitung auf die nächsten Videos. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen eine gute Woche.